Hallo meine Freunde und willkommen zur wahrscheinlich letzten Aufnahme in diesem Jahr. Ihr seht, es geht etwas PC-lastiger zu sich. Man sieht es an der blauen Textbox. Ich habe die DOS-Box gestartet und ich würde euch gerne einen Klassiker aus meiner Kindheit näher bringen, der jetzt nicht sonderlich bekannt ist. Deswegen wird es vom Namen her vielleicht gar nicht so richtig klingeln. Aber bevor wir uns natürlich dem Spiel widmen können, müssen wir uns erstmal dorthin navigieren. Das ist an der Stelle. Ich hab das Ganze erstmal mit OBS angepasst. Und dass das auch natürlich wieder alles mit dem Bildschirm soweit funktioniert. Entschuldige die schwarzen Ränder nach wie vor. Die sollten nicht allzu groß sein. Deswegen soll das jetzt kein Problem sein an der Stelle. Genau, dann schauen wir erstmal HL. Werdet ihr wahrscheinlich schon am Videotitel eh erkennen, wie das Spiel heißt. Ich will es ein bisschen spannend machen an der Stelle. So, jetzt werden noch kurz die Level aus der entsprechenden Datei, aus der Textdatei, importiert. Damit kann man sich übrigens auch eigene Level dann machen. Ihr werdet ja gleich sehen, was für eine Art Spiel das überhaupt ist an der Stelle. Es Hardlight, sage ich jetzt mal. Ach, verdammt, ich habe jetzt gehofft, dass es jetzt schon auftaucht. Genau, Hardlight für PC. Das heißt so, weil es ist tatsächlich ein Port. DOS-Version von dem Spiel von 1994. Erstmal ist das Spiel aber auf den Atari 8-Bit-Heimcomputern erschienen. 1990. Und 2006 wird das Ganze nochmal neu aufgelegt. Da hat sogar der Originalentwickler mitgewirkt und hat das Ganze soweit nochmal aufbereitet, dass man das vernünftig ja, spielen kann. Ich weiß nicht genau, was jetzt der Unterschied ist zwischen den Versionen, aber im Prinzip ist es schon sehr nah an dem Originalspiel. Kann man auch bei einigen Gameplay-Aufnahmen erkennen, die das dann tatsächlich noch auf ihren alten Rechnern spielen. So, man kann ein Profil auswählen. Wir sind aktuell Player One. Wenn ich Enter, beziehungsweise wenn ich wenn ich die Enter-Taste drücke, dann können wir uns für einen anderen Spiel entscheiden. Im Prinzip sind das einfach Profile, die aber dann aufzeichnen, wie viel Level wir geschafft haben. Ihr seht an der 0, dass ich das noch nicht angefangen habe. Also ich habe es jetzt noch nicht großartig gespielt, aber ich kenne das Spiel ja noch von meiner Kindheit. Ich habe es damals auf dem Rechner meiner Großtante gespielt. Ihr seht auch, der Entwickler ist Janusz Pelz, polnischer Entwickler. Ich weiß nicht, ob er noch großartig für andere Sachen bekannt ist. Wie gesagt, das Spiel selber ist nicht sonderlich bekannt. Und jetzt das erste Mal, was ich muss, glaube ich, mal gerade ein bisschen lauter vielleicht. Ein ganz kleines bisschen, weil ich muss diese geile Musik etwas genießen. Das ist die einzige Musik, die ihr im Spiel zu hören bekommt. Aber soweit ist das schon in Ordnung. Bei so einem Track braucht man nicht viel anderes hören. So, und ihr seht es wahrscheinlich schon, wenn ihr den Bildschirm seht. Es ist im Prinzip einfach nur eine Art Boulder-Dash-Klon. Nachdem ich mich an das Spiel wieder erinnert habe, das ist schon ewig her, Gott habe meine Tante selig, damals noch, ich glaube so 1998 rum irgendwie, habe ich es auf den Rechner meiner Großtante gespielt, wo ich zu Besuch war. Da waren noch viele andere DOS-Spiele drauf, unter anderem auch Sid and Al. Das habt ihr gesehen, das habe ich jetzt zuletzt auf der DOS-Box gespielt. Das war so eine Art Crazy Machines-Klon. Vielleicht mache ich dazu auch nochmal ein Video. Also das hier ist nur ein Just Play, habe ich gar nicht am Anfang erwähnt. Also das heißt, wir werden jetzt hier das Ganze nicht komplett durchspielen. Aber fangen wir mal mit dem Spiel an. Ihr seid ja wahrscheinlich mit Boulder Dash vertraut oder einen der unzähligen Klone. Also das heißt, man kann hier den Boden freiräumen. In dem Fall ist es ein Rasen mit einem Gartenzwerg-Setting. Solange ich hier noch stehe, passiert nichts. Und es wird auch so nichts passieren. Wenn ich jetzt den unteren entferne, dann es gibt so eine Art Physik. Es ist je nach Spiel ein bisschen unterschiedlich. Aber der mittlere Stein wird jetzt runterplumpsen. Und dann dadurch auch der obere Stein. Also so könnte sich Kettenreaktion ergeben. Also wenn zwei offene Felder frei sind links, dann wird der andere Stein runterrutschen, weil der Stapel zu hoch ist und das nicht gehalten werden kann. Und dem muss man sich auf jeden Fall gewahr sein, denn dadurch werden die meisten Tode passieren, was ich bedenkt. Man kann jetzt diesen Herz einsammeln, geht nach unten, denkt sich so, hoch! Okay, das geht ja noch. Wohlgemerkt, wenn wir da unten stehen, dann wird der Stein noch gehalten, aber sobald wir uns dann bewegen, dann gibt es ein Problem. Wir können uns aber auch fortlaufend bewegen und manchmal ist sogar Geschicklichkeit an manchen Stellen gefragt, weil sobald ein Stein in Bewegung gesetzt ist, da wartet er natürlich nicht mehr auf uns. So, jetzt gucken wir, dass wir alle Herzen, das Spiel heißt Heartlight, weil wir die Herzen sammeln müssen. Die weisen uns das Licht zum Ausgang, zum nächsten Level. Ich weiß nicht genau. Ich habe manchmal das Gefühl, das ist ein Titel, der irgendwann in Zukunft auch ein anderes Spiel so heißen wird. Und da wird man das Spiel erst gar nicht mehr finden. So, jetzt gucke ich mal, wie wir das am besten machen. Wir schieben mal den Stein nach links, oh Gott, ich weiß nicht, ob das jetzt eine gute Idee war. Nee, dann nehmen wir uns einfach mal hier dieses Herz. Wir müssen nämlich natürlich schauen, dass wir uns nichts verbauen. Also schon das erste Level an sich ist relativ schwer und um ehrlich zu sein, ich glaube nicht, dass es eine direkte Schwierigkeitskurve gibt. Dazu komme ich dann später noch, was ich damit jetzt genau
meine. Gucken erstmal, dass wir das Level dann bewältigen. Und ich glaube, hier kann ich einfach durchrennen, das sollte kein Problem sein. Es gibt natürlich keine Rückspulfunktion oder irgendwelche anderen Arzi-Fazi-Scheiße, wenn wir heutzutage ein bisschen Arzi-Fazi, was heißt das denn, wie wir es heute spielen kennen. Wenn ich hier stehe, geht das noch, dann gehe ich jetzt zurück, dann ist er hier. Okay, dann wird er gleich runterstürzt, ist aber kein Problem. Ach nee, okay, hier stürzt er nicht runter. Ich bin selber noch nicht so ganz mit den Regeln vertraut. Oh, jetzt habe ich mir irgendwie so, habe ich es schon verbaut. Oh nein, ich glaube, ich habe es mir schon verbaut. Ja, das ist natürlich blöd. Dann können wir uns nämlich mit Escape killen. Oh, der arme Gartenzwerg, wie er sich auch noch den Kopf... Also, grafisch ist das Spiel für 1994 natürlich nicht mehr auf dem neuesten Stand, dadurch, dass es natürlich ein Port ist von einem Spiel, was 4 Jahre früher erschienen ist. Die Technik ist ja auch wirklich schnell vorangeschritten zu der Zeit. Heutzutage erlebt man natürlich nicht mehr solche größeren Sprünge. Man muss sich bedenken, ich mache das, glaube ich, genauso wie von vorhin. Einfach den hier nach hinten, dann sind wir auf der sicheren Seite. Oh, scheiße. Ah, natürlich, wenn ich nach unten gehe, werde ich auch zerstört. Scheiße, ist der Vorführeffekt. Ich will euch ein bisschen was vom Spiel zeigen. Deswegen gucke ich mal. Ich meine, man merkt sich ja die Schritte, die man gegangen ist. Und dann sollte es kein Problem sein. So, dann machen wir einfach so. Hier unten lang. Genau, jetzt hier hoch. Dann hat sich die Sache. Wo wäre ich stehen geblieben? Genau, 1994. Was für Spiele kamen denn dort raus? Da müssen wir uns mal kurz überlegen. Also, der Super Nintendo ist ja... Ich glaube 91 erschienen, wenn ich mich recht entsinne. Bei der Mega Drive ist, glaube ich, 1990 der Super Nintendo erschienen. 4 Jahre danach, puh, ich müsste jetzt wirklich überlegen, was das ist. Ich glaube gerade das erste, was mir einfällt, ist, glaube ich, Demon's Crest. Das kam, glaube ich, 1994 raus. Also muss man überlegen, Demon's Crest, wunderschönes Spiel. Und das kommt dann für DOS-Rechner. Man muss halt einfach sagen, damals waren die Spiele auf dem PC noch nicht auf den Stand, wie es bei Konsolen war, weil noch so viel mehr. Also schon das OS hat schon einiges beansprucht. Da hatten einfach Konsolen noch nicht so viel Arbeitsspeicher, um mit Konsolen mitzuhalten. Also PCs mit Konsolen mitzuhalten. So, jetzt guck mal, wie machen wir das denn am besten? Am besten gehe ich hier hin und dann schiebe ich den anderen Stein zurück. Das sollte, genau, dann ist der nach unten. Hier muss wirklich jeder Schritt bedacht werden. Schon das erste Level ist problematisch. Ich glaube, hier können wir es genauso machen. Dann gehen wir zurück. Weil hier können wir dann noch... Genau, wenn ich den jetzt nehme und dann hochgehe, dann sollte das auch wegfallen. Perfekt. So, fast haben wir es. Also dann kann ich den hier nehmen und jetzt können wir uns eigentlich nur beeilen. Ne? So. Ja, also den müssen wir jetzt einfach hier runterholen und dann haben wir das erste Level. Mein Gott, das geht doch. Ich weiß noch nicht, wie lange wir es machen. Ich will ein paar Level zeigen. Ich sag mal so, boah, so 5-6 Level sollten reichen. Die sind nicht ganz so einfach, aber... Wie gesagt, ich muss dazu sagen, ich habe nur das erste Level ausprobiert. Mehr weiß ich auch nicht. Das habe ich kurz durch ein Gameplay-Video gesehen. Es gibt ja diese Granaten. Das könnten auch diese Stachelfrüchte sein. Nur in Blau, aber es ist wahrscheinlich sind es Granaten. Und die sprengen dann entsprechend die Kammern auf. Und die müssen wir jetzt natürlich clever verschieben, so dass wir hier weiterkommen. Aber ich sehe schon, es ist gar nicht so einfach, wenn ich den jetzt schiebe. Ne, dann bleibt die Granate. Okay, Gras bei Gras hält es. Okay. Dann gucken wir mal, dass wir hier was öffnen. Oh, ich glaube, das ist ein Problem. Oh shit, okay. Kann ich das jetzt noch lösen? Ich glaube nicht. Genau. Also da haben wir uns dann schon verbaut. Wir können jetzt nicht aus dem Rand rausrennen. Übrigens aber schöner Hintergrund, der sich da so parallaxartig bewegt. Dann probieren wir es nochmal. Ich glaube, ich muss... Ihr seht schon, zweites Level schon so hart. Normalerweise wird man ja in solchen Spielen immer eingeführt. Natürlich auch diese niedrige Framerate, aber das ist ganz normal bei dem Spiel so. Ich glaube, am besten machen wir es so, dass wir... Oh, jetzt muss ich kurz überlegen. Gott, oh Gott, oh Gott. Während man dann natürlich hier redet und dann gucken muss, wie man es am besten macht. Wir müssen ja erstmal den Weg frei machen. Das war, glaube ich, auch schon wieder Quatsch, ne? Warte, wenn ich jetzt hier nach oben gehe... Ja, na klasse, okay? Das ist natürlich auch nicht so geil. Kann ich jetzt auch nicht wegschieben. Scheiße, jetzt bin ich doch ein bisschen auf dem Schlauch. Ja, ihr habt die Lösung bestimmt schon. Ich leider nicht. Nee, dann fällt er wieder nach unten und dann hat sich die Sache. Okay, überlegen wir mal gut. Ich hätte vielleicht ein paar Level Probe spielen sollen, bevor ich das hier mache. Aber da gehen wir jetzt durch. So. Wie, das ist jetzt schon fürs zweite Level lächerlich. Ach nee, ich glaube, wir müssen genau... Ich glaube, wir können nicht. Ich muss mal ausprobieren. Ich glaube, wenn er auf Gras trifft, dann sollte er bleiben.
das heißt, okay, dann ist es klar. Dann gucken wir einfach, dass wir so ein bisschen wegmachen, ohne dass wir die hier fallen. Ja, genau. Und dann können wir uns schnell wegbewegen. Perfekt. Ah, dann war das eigentlich ganz easy. Man muss natürlich wissen, dass das mit dem Gras funktioniert. Dann hat sich der Rest ja. Und dann war das eigentlich schon das Level. Man hat unendlich Versuche. Man braucht sich da keine Sorgen zu machen. Ich kann es ja jetzt mal zeigen. Wir haben jetzt ein paar Level geschafft. Wenn man die Leertaste, beziehungsweise wenn man F1 drückt, kann man nochmal so ein paar Sachen sehen. Man kann Soundgeräusche und Musik ausstellen und man kann, glaube ich, auch, ich weiß nicht genau, was das Atomzeichen bedeutet, ehrlich gesagt. Irgendwo auf den F-Tasten kann man die Sachen einzeln aktivieren, deaktivieren, aber das ist erstmal, glaube ich, nicht so wichtig. Und man kann, wenn man die Leertaste gedrückt hat, nach links und rechts gut zur Levelauswahl kommen. Das ist deswegen, weil das Spiel die Leveldaten nicht speichert. Das ist alles in der Textdatei gespeichert. Und man hatte wohl irgendwie keine Möglichkeit, den Fortschritt. Oder vielleicht hatte man auch die Möglichkeit, aber man hat's. Da bin ich mir nicht so sicher, warum man sich dazu nicht dafür entschieden hat, aber man kann auf jeden Fall nicht den Fortschritt speichern. Aber man kann eben durch die Level switchen und es wird tatsächlich, je nach Profil, wird dann zumindest gespeichert, wie viele Level man bewältigt hat. Also da, das heißt, im Prinzip kann man dann mit den Profilen schauen, okay, habe ich immer alle Level geschafft. Man kann also die Level frei in jeder beliebigen Reihenfolge machen. Und das geht auf dem zurück. Jetzt kann man also ein bisschen nachgucken, was da gibt. Also ich könnte jetzt auch einfach Level 11, Level 12 spielen oder was auch immer. Aber wir gehen jetzt mal erstmal in der Reihenfolge durch. Das geht auf dem zurück, was ich ja vorhin gesagt habe. Es ist keine direkt klassische Schwierigkeitskurve, gibt euch das Gefühl. Also, weil manche spätere Level scheinen, ja, ich habe ein Gameplay wieder dazu gesehen, relativ leicht zu sein, während dazwischen drin solche richtigen Kopfnüsse kommen. Deswegen muss man immer gucken, was man da gerade so schaffen kann. Und wenn man sich traut, kann man die Textdatei bearbeiten und selbst eigene Level erstellen. Das wird alles mit ASCII-Zeichen dann entsprechend gemacht. So, dann gehen wir aber wieder zurück und gucken, wie wir das hier machen. Also ich sehe schon, wir müssen die Granate hier nach unten führen, um den Weg zu öffnen. Wir haben nur ein Herz, aber mir kommt das Herz so ein bisschen zu verlockend vor. Aber ich beiß mal an. Es könnte natürlich eine Falle sein. Dann gehen wir jetzt hier rum, dann müsste das ja eigentlich klar gehen, oder? Ach, Moment. Scheiße. Nein, jetzt wird er natürlich explodieren. Oh Gott. Ich glaube, der explodiert, wenn er natürlich auf den Boden trifft. Genau. Deswegen müssen wir es nochmal machen. Genau. Da war doch klar. Das Herz ist natürlich eine Falle gewesen. Aber wir wollen natürlich erstmal anbeißen, damit wir ja, das Ganze einschätzen können. Ne? Dann wissen wir nämlich nicht, wo die Stolperfallen sind und wie wir den ausweichen können. Dann machen wir einfach so, genau. Also Gras fängt die Granate auf. Das können wir natürlich hier weiterführen. Ja, dann sollte das eigentlich klar gehen. Dann ist das ein ziemlich einfaches Level. Mit sehr viel Neues, sagt man ja so Puzzlespielen. Also sehr viel, was wir gar nicht benötigen. Weil es kommt. Dennoch finde ich das Ganze eigentlich ganz gut designt, muss ich sagen, für so ein altes Spiel. Wie gesagt, die Level sind, glaube ich, 1:1 aus der, also zumindest die ersten Level scheinen 1:1 zu sein. Ich meine aber, es gibt auch eine Freeware-Version zu dem Spiel. Also Freeware bedeutet damals, wenn man die Spiele irgendwie unters Volk bringen wollte, hat man so eine kostenlose Version veröffentlicht, die dann irgendwo auf Schulrechnern rumflog. Ich bin mir nicht sicher, vielleicht habe ich bei meiner Tante so eine Freeware-Version gespielt. Da bin ich mir jetzt noch nicht so ganz sicher. Und da waren so 20 Level drin und weiß nicht, ob es vielleicht welche dazugekommen sind. Also ja, es ist ein Boulder Dash-Klon mit einigen Features, die halt Boulder Dash nicht hat und vor allem eher auf Fokus auf Puzzle. Weil bei Boulder Dash gibt es ja auch Gegner, die einen verfolgen, da geht es ja auch mehr darum, Sachen auszuweichen. Teilweise ist es auch puzzleartig nach Level, aber war schon arcadiger. Aber dieses ach, jetzt kommen wir nicht zurück, genau, das habe ich mir schon gedacht, so wie das gehört. Das heißt also, wir müssen diese Granate hier hinführen und den Weg aufsprengen. Ach, Moment, dann. Oh fuck, ich muss aufpassen, was ich hier mache. Wir dürfen jetzt nicht zu viel wegmachen. Ich glaube, wir sollten den direkten Weg nehmen, damit wir hier den Scheiß aufspringen. Ah, genau. So, jetzt führen wir die Granate hier hin. Zack, zack. So, sehr gut. Und den können wir natürlich nach links verschieben. Ja, geht doch. Ich schlag mich doch nicht schlecht, oder? Dafür, dass ein alles tötet mit der falschen Bewegung an der Stelle. So, was haben wir hier? Ballons. Okay, also den würde ich jetzt hier nach unten stellen. Mal. So, ich weiß natürlich jetzt nicht, was die Ballons bedeuten. Wir können natürlich raten. Meine Vermutung ist wahrscheinlich, dass die nach oben fliegen, wenn wir das machen. Genau. Ja, okay, dann machen wir mal weiter. Okay, das war tatsächlich ein Tutorial-Level, muss ich sagen. Also ich glaube, eine bessere Art und Weise, die Ballons einzuführen, gibt es nicht. Und das ist ja noch so ein Level, okay. Da müssen wir mal gucken,
Ja, ach so, okay, dann müssen wir den so verschieben. Aber wenn ich jetzt. Wenn ich jetzt loslege, werde ich den Ballon natürlich loslegen. Wir müssen. Ach so, Moment, nein, wir müssen erstmal das hier entfernen. Das ganze Gras hier. Nee, Mann, es wird Gras sein. Wir spielen Gartenzwerg. Das ist auch schön. Man macht einen Gartenzwerg als Hauptcharakter und schon kommt man auf die Idee, dass es nicht mehr grünes irgendwas ist, sondern verbindet das sofort mit Garten. Oder man sagt ja auch Gnome im Englischen dazu. So, und dann einfach hier rüber. Ich hätte das nicht wegmachen dürfen, diesen Grasbüschel da oben. Ja, ich kann ja, glaube ich. Ach, oh, man kann die Ballons verschieben, ist auch interessant, aber bringt mir natürlich jetzt nichts. Aber gut, jetzt haben wir es natürlich raus. Das heißt also, wir machen alles, fast alles weg. Außer diese Stellen, ne? Moment, mal hier. Das ist natürlich, Jetzt müsste es eigentlich funktionieren. Vorsichtig, dass ich nicht so viel wegmache. Wie gesagt, man kann hier kontinuierlich laufen, wenn man die Taste gedrückt hält, was ich sehr gut finde. Also bei manchen dieser Arten Spiele muss man ja immer wieder drauf ballern. Habe ich auch erst gemacht, weil ich das auch angenommen habe. Ich meine, wenn man vorsichtig agiert, dann macht man das, aber wenn man ganz schnell irgendwo hinkommen möchte, ist es doch echt ein Segen, wenn man es gedrückt halten kann. Oh, das sieht aber jetzt kompliziert aus. Vielleicht ist es das gar nicht. Moment, also hier können wir ja natürlich die Sachen hier einfach wegsprengen, ne? Dann können wir die beiden. Ich weiß nicht, ich muss die, glaube ich, taktisch platzieren, dass ich die richtig sprenge. Den kann ich natürlich auch schon nehmen. Wie machen wir das? Also den kann ich ja schon nehmen. Ah, okay, ich glaube hier, dann komme ich an die nächsten dran. Also hauen wir da mal die Granate da rein. So, an der Stelle. Also man muss auch bedenken, die gerade so mit den früheren Spielen auf DOS, viele von denen wurden auch an Heimcomputern erstellt. Also das ist auch gerade die Zeit der Hobbyentwickler gewesen. Für mich auch so ziemlich das erste, also wo man wirklich von Indie-Entwicklern sprechen kann, wo Hinz und Kunst damals ein Spiel programmiert haben, geguckt haben, wie man es unter die Leute bringt. Das ist so für mich die früheste Zeit der Indie-Spiele. Deswegen gibt es auch in der Zeit, in der diese Heimcomputer so geboomt haben, so viele Titel, die teilweise schon in Vergessenheit geraten sind, wo man gucken muss, ob irgendjemand noch eine Floppy-Disk hat. Das ist wirklich erstaunlich, was da alles gekommen ist. So, ich denke mal, wir müssen jetzt hier. Ach, das ist ja eigentlich gar nicht so schwierig. Wir können ja aber hier so. Ach, fuck, nein, ich habe mich jetzt vertan. Ich hab mich verschätzt. Können wir das immer noch nicht? Ich glaube, wir können es nicht mehr machen. Ne? Also, wenn ich ihn jetzt nach da schiebe und dann einmal nach. Oh, jetzt ist ja sowieso nicht die Physik. Naja, aber dann habe ich es jetzt raus. Es ist nicht schwer, das Level. Wir holen uns das nochmal, holen den hier runter. Dann holen wir uns die Steine. Dann holen wir uns den hier. Jetzt muss ich noch mal kurz mich konzentrieren. Ich will ja hier ein bisschen was zeigen. Ich meine, ich kann quasi Level skippen an der Stelle, aber das soll jetzt nicht das Problem sein. Und falls ihr euch fragt, ne, und das muss ich auch nochmal hier zu erwähnen, heutzutage nimmt man ja solche Spiele, wenn man sich gerne an die alte Zeit zurückerinnert und sagt, ja, spielen wir mal für 15 Minuten an, dann ist auch mal wieder gut, ne, weil so eine alte Scheiße spielt man ja nicht mehr, ne. Ich muss aber sagen, mir macht es gerade echt Spaß, jetzt sind wir aber hier richtig, mir macht es gerade eigentlich tatsächlich sehr viel Spaß, dass ich denke, das Ganze doch mal privat so weit zu spielen, wie ich so kann. Ich hoffe, dass. Ne, das funktioniert. Wir haben ja so ein Kreuzradius. Also meistens spielt man die nur noch kurz, um in Erinnerung zu schwelgen, aber lässt es dann wieder bleiben, weil es ist ja nicht so gut wie alte Spiele. Aber eigentlich sind solche Puzzle-Games wie diese für mich zeitlos. Das kannst du halt wirklich. Also wirklich, das ist einfach. Du hast klare Regeln. Für mich sind teilweise Puzzle-Spiele, wenn auch die pursten Spiele, weil die werden nicht. Die veralten halt einfach nicht, weil die Steuerung von dem Ding. Was soll man da noch groß verbessern? Ne, es ist gridbasiert, deswegen macht es halt einfach nichts. Vielleicht kann die Framerate ein bisschen erhöhen. Die Musik ist für das, was es ist, einfach super. Kann man neue Range meinetwegen, aber verbessert das Spiel in dem Sinne nicht. Man kann halt neue Level hinzufügen oder so. Das kann man machen. Man kann natürlich immer weitergehen, aber das Spiel selber, ja. Das wäre ja einfach nur more of the same. Das würde damit, wenn man ja mehr Level möchte, dann bestätigt man, dass das Konzept funktioniert und das gerne spielen möchte. Deswegen, also ich könnte mir vorstellen, dass durchaus doch über die, jetzt, wenn ich bald Urlaub habe, leider über die, man muss gerade dazu sagen, wir haben gerade aktuell den 31.12. Also, ich nehme das kurz vor Silvester nochmal auf, also bevor ich hier dann zu Silvester feiere. So, jetzt, wie machen wir das denn? Hier muss man natürlich schon sehr gut überlegen. Ich weiß halt nicht, wie die Spieltrennen. Also, ich habe so ein bisschen reingeguckt. Aber
es kann natürlich sein, dass es einige Bullshit-Level gibt, weiß ich nicht genau. So. Also bisher sieht das nicht sonderlich kompliziert aus. Also, wobei, wenn ich jetzt gehe, dann wird mir der Weg versperrt. Ne, ist aber kein Problem, weil wir kommen hier oben raus. Wir müssen hier oben rauskommen, denke ich. Ja, genau. Uiuiui. Da muss man aber aufpassen. Also, da kann je nachdem, wie man sich da gerade anstellt, kann da einiges passieren. Ich möchte versuchen, da unten lang zu gehen, weil ich glaube, wenn ich den Weg schon mal hier freimache, das könnte sich aber auch rechnen. Uiuiui, jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir hier oben rauskommen, ja? Wobei, ich mach mal so. Machen wir jetzt hier den Weg schön frei. Dann machen wir mal so. Genau, einfach schön die ganzen Steine erstmal wegführen. Das ist am besten. Wenn wir dann die erstmal, dass sie uns in Ruhe lassen. Dann haben wir nicht so viel Sorge an der Stelle. So, Gras, ich muss noch mal gucken, Gras hält die ja, ne? Gras hält die, genau. Wenn die also auf Steinboden sind, fallen die runter, weil der nämlich so viel Reibung hat, oder? Ich weiß nicht genau, was so die Regeln hierzu sind. So, das ist natürlich das komplizierteste Konstrukt. Aber wir wissen ja, Gras hält, deswegen komme ich hier von rückwärts. Genau, jetzt fliegt er gleich mit runter. So, uiuiui, Vorsicht. So, jetzt ist ja eigentlich alles okay, Gras hält, können wir hier rüber gehen. Das heißt, wir holen ihn runter. Oh. Ach, Steine können, ach verdammt, Herzen können ja auch runterfliegen. Oh, haben wir das jetzt verbaut? Ich glaube, wir haben uns das verbaut. Ja, weil ich jetzt das Herz hole. Nee, haben wir uns nicht. Moment. Hier müssen wir aber vorsichtig sein. Wir haben uns es vielleicht noch nicht verbaut. Vielleicht. Ich muss aber gucken. Genau, ich muss jetzt sehr vorsichtig sein. Wir holen uns jetzt den hier raus. So, wir schieben den jetzt nach links. So, weil sonst versperrt der uns hier den Weg. Genau, jetzt kann ich schnell hier rüber. Jetzt fliegt er nämlich runter, genau. Und jetzt kommen wir hier raus. Da bin ich nicht ein Meisterrätsler, ne? Weitsichtig. Komm, guck mal, was erzählt er. Das sieht interessant aus. Es hat ein Häusle nachgebaut. Schön mit ASCII-Zeichen. War sicherlich ein bisschen aufwendiger, damit den Tabulatoren richtig umzugehen. So, wie sollen wir das denn jetzt machen? Wir müssen auf jeden Fall irgendwie das Haus aufbringen. Ist wieder ein Rätsel mit viel Neues. Es geht ja jetzt hier mehr um das Artwork. Eigentlich ist das, glaube ich, ziemlich einfach. Ich muss gucken. Aber hier rüber, das Gras fängt hier halt auf. Jetzt ist halt die Frage, wenn ich jetzt hier das Gras schon wegmache, explodiert das schon sofort? Tut er. Aber das Problem ist natürlich, wir müssen, glaube ich, zwei dieser Granaten stacken. Sonst funktioniert das nicht. Ich weiß aber nicht, ob eine Granate auf eine Granate explodiert. Das ist mir jetzt nicht ganz klar. Ja gut, oh, das ist natürlich jetzt nicht so einfach. Oder, nee, vielleicht hat der Ballon was damit zu tun, aber wir können eigentlich nicht viel machen. Der Ballon soll eher so eine Art Schornstein. Das soll sowas wie Rauch für einen Schornstein sein, weil wir können da wirklich nichts dran ändern. Okay, gucken wir mal, dass wir die Granaten stacken können. Hier rüber. Also hier kann ich nicht stacken. Wie soll das denn dann funktionieren? Also dann bin ich auf dem Schlauch, muss ich sagen. Oder das okay. Also da bin ich jetzt, das vielleicht ist das ja gar nicht lösbar. So ein altes Spiel, die sind teilweise schlecht designt, kann man nicht genau wissen. Keine Ahnung. Also hier muss ich sagen, hier passe ich, glaube ich. Weil wie soll das denn jetzt funktionieren? Können halt hier einen rüber. Wie gesagt, das ist ja jetzt hier. Wenn ich jetzt hier rüber schiebe. Ja, der explodiert ja sofort. Ich meine, ich kann das Gras komplett da lassen. Ach nee, jetzt habe ich eine Idee. Genau. Deswegen möchte ich halt ein bisschen gucken, wie es funktioniert. Wobei habe ich eine Idee. Ich dachte, ich habe eine Idee. Moment. Gucken wir nochmal. Also wir schieben den hier rüber. So. Kann man den dagegen drücken? Nee, den kann man nicht dagegen drücken. Nee, wie gesagt. Ah, ich muss eine Kettenreaktion bauen. Genau. Oh, das ist sogar clever. Ich habe ja gerade gedacht, wir werden wahrscheinlich eh nicht alles brauchen. Nee, aber wir brauchen alles. Da hat sich doch gelohnt, das jetzt nicht einfach zu skippen, weil ich denke mir so, okay, ich muss euch ja nur ein bisschen vom Spiel zeigen. Aber, ihr seht, für so ein altes Spiel, Design ist schon echt gar nicht mal so dumm. Ich glaube, ja doch, das sollte auf jeden Fall gehen. Also es ist jetzt nicht kompliziert vom Aufbau her, aber ich sag mal, die initiale Zündung. Wobei, eigentlich reicht das schon, ne? Reicht das schon? Nee, das reicht noch nicht. Aber jetzt, Moment. Oh fuck, ich glaube, ich habe ein Problem. Weil, wenn ich ihn explodieren lasse, der ist ja so kreuzförmig am Explodieren. Ich müsste eigentlich einen auf einen anderen explodieren lassen. Das habe ich nicht getan, das habe ich versäumt. Wenn ich jetzt so mache, genau, dann... Ja.
Dann haben wir halt so eine Reaktion, aber das bringt ja nichts. Ist natürlich auch interessant zu sehen. Nee, das möchte ich jetzt aber noch abschließen. Da kickt der Ehrgeiz. Ich habe halt eine Sache nicht gedacht, aber das ist kein Problem. So, also wir gucken, dass wir hier wieder, dass wir den längsten übrig lassen. Also den, also wo der Baum am längsten reicht. Deswegen nehmen wir erstmal den hier. So. Eigentlich sollte das jetzt schon, na, wobei, ein noch müssen wir. Genau, dann können wir den noch nehmen. Moment, Moment. Wir nehmen jetzt den hier da drunter. Genau, wir nehmen jetzt einen hier runter. Dann nehmen wir einfach so. So. Und jetzt können wir den natürlich hier. Uiuiui. Moment, da habe ich jetzt Mist gebaut, ne? Weil jetzt haben wir hier so eine Lücke. Das ist natürlich jetzt nicht so geil. Okay, dann haben wir hier diese Lücke. Das ist aber nicht schlimm. Das ist noch nicht so schlimm. Hauen wir den jetzt hier wieder raus. Ist okay. So. Jetzt einfach hier frei machen. So, und dann hauen wir den rauf. Dann haben wir die Kettenreaktion ausgelöst. Perfekt. So, und den können wir jetzt einfach hier runterschieben. Das sollte dann schon reichen. Ich denke, was man gemacht hat, damit man so eine Treppe simuliert. Also, schönes Level, wirklich da erstmal auf die initiale Idee zu kommen, ist schon cool. So, jetzt haben wir noch ein. Komm, machen wir das noch, dann haben wir 10 Level abgeschlossen. Ne? Wie gesagt, ein Just Play, ich mache da nur einen Part von. Dann können wir das Ganze ein bisschen länger machen. Ich mag es vor allem, wenn es erstmal so. Wenn es eigentlich ein kleines Level ist, wo man jetzt nicht so. Man hat ja mehreres. Man hat ja gesehen, man hatte so kompliziertere Level, wo man sich so ein bisschen durchwurschtelt, sage ich mal. Auch kleinere Level, wo man gucken muss, okay, wie löse ich das Ganze? Ich hoffe ja, ihr seid auch so Puzzlespielbegeistert wie ich. Also ich spiele sehr gerne alle möglichen Formen von Puzzlespielen eigentlich. Wie gesagt, ich habe es ja auch gerade schon genannt, dass das sagt keiner, der Puzzlespiele nur so mal nebenbei spielt. Dass für mich so teilweise Puzzle-Games die reinste Art der Spiele sind. Von der Art und Weise. Ne? Ich habe es ja schon erwähnt, warum man die nicht großartig verbessern kann. Man braucht auch nicht unbedingt in solchen Puzzlespielen irgendwelche optionalen Hilfestellungen einbauen, weil wenn man es wirklich nicht weiß, gibt es immer eine Lösung, irgendwo nachzuschlagen. So, ich muss aber sagen, hier stehe ich gerade doch auf dem Schlauch. Ach, Moment. Hä? Der Ballon ist nach unten geplumpt, aber ich dachte, dass. Achso, der Stein hat den Ballon nach unten gedrückt. Das heißt also, ein Stein hat mehr Priorität als der Ballon. Macht das Sinn? Moment, weil es ist doch schon mal ein Ballon mit einem Stein nach oben geflogen, ne? Aber vielleicht, wenn der Stein gerade nach unten plumpsen sollte, dann drückt der initiale Aufprall den. Ach, ich habe keine Ahnung. Also, die Regeln sind, wie sie sind. Wenn ein Stein, glaube ich, fällt, wird der Ballon nach unten gedrückt. Ach nee, dann ist, glaube ich, das Herz. Jetzt wird er wahrscheinlich nach oben fliegen. Das Herz ist nämlich auch ein Gewicht. Genau, und drückt ihn dadurch nach. Boah, das ist aber. Das sind komplizierte Regeln. Die muss man sich erstmal zu Gemüte führen. So, jetzt drückt der Stein ihn auch nach unten. Aber ich glaube, doch, jetzt, wenn ich jetzt das Herz hole, müsste ich doch zurückkommen. Perfekt, also irgendwie hat es geklappt. Haben wir gelöst. Mehr Glück als Verstand, aber hat doch gut geklappt. Oh mein Gott, die Level sind gerade so kurz. Das sieht aber jetzt sehr einfach aus. Okay, die Level sind jetzt so kurz, dass es eigentlich. Ach ne, jetzt bin ich schon eingesperrt. Ach so, das ist so eine Art. Und da spielt die Reihenfolge eine Rolle. Komm, dann gucken wir uns das auch nochmal kurz an. Das scheint ja relativ schnell zu gehen. Ich glaube, das nächste Level, was kompliziert aussieht. Okay, was haben wir denn hier? Ich würde sagen, es macht Sinn, erstmal alles hier frei zu räumen. So. Das führt zurück. Okay, ich glaube, wenn wir jetzt nach links gehen, kommen wir nach rechts zurück. Genau, dann fliegt er nach unten, da brauchen wir nicht mehr. Deswegen, das meine ich so auch mit der. Macht das Sinn hier? Ja, doch, dann kommen wir wieder zurück. Das meine ich so mit, dass die teilweise. Oh Gott, jetzt war ich nicht schnell genug. Ja, deswegen, okay, dann gucke ich, dass ich schnell genug bin. Also ein bisschen Geschicklichkeit ist ja auch gefragt. Einfach schneller und. Boah, weil der fliegt. Oh, Moment, aber wenn ich nach unten komme, dann werde ich am Herz hängen bleiben. Das ist natürlich doof. Ups. Ah, okay. Jetzt, aber das. Scheiße. Nee. Jetzt war ich zu schnell. Okay, machen wir es nochmal vernünftig. Ich meine, gut, dann so ein paar Stupperfallen gibt es, aber das würde ich jetzt schon weniger aufwendig und weniger kompliziert als eines der früheren betrachten. Na ja, gut. Muss dann nur gucken, weil das war da auf die Höhe des Herzens kommen. Also beeilen wir uns. Ja. Nein! Ah, ich habe mich zu schnell bewegt. Ja, das ist das Problem, weil wir müssen natürlich gucken, dass der Stein. Dass der Stein uns nicht zerquetscht. Einmal probieren wir. Ach, oh Gott, das war zu früh. Okay.
Es ist doch kompliziert, aber auf eine andere Art und Weise, auf eine etwas nervigere Art und Weise, um ehrlich zu sein. Und das ist halt so die Sache, wenn es auch ein bisschen um Geschicklichkeit geht. So, jetzt gucken wir mal, was vernünftig machen. So, ich kann mich jetzt noch hier bewegen, noch passiert nichts. Ich glaube, wenn ich jetzt ein nach links gehe, passiert auch noch nichts, aber eher danach. Das heißt, wir müssen uns jetzt schnell nach unten beeilen. Echt, stopp. Perfekt, jetzt haben wir es aber. Wir haben jetzt noch dieses Herz. Und dann haben wir das. Okay. Also mehr gibt es eigentlich zum Spiel gar nicht zu sagen. Großartig, ne? Also ihr habt eigentlich alles gesehen. Das Ganze geht jetzt noch 60 Level so weiter. Das scheint sehr abwechslungsreiche Level zu sein. Wie gesagt, es gibt noch ein anderes Spiel, das... ich habe den Namen leider nicht mehr im Kopf. Das ist relativ zu einer ähnlichen Zeit erschienen. Ich weiß nicht, ob das auf dem DOS-Rechner meiner Tante auch ist. Wie gesagt, ich guck mal, dass ich vielleicht... Ich weiß nicht, ob ich Sid und Al noch zeige dann die Tage... Verdammt. Ach, das ist auch interessant, ne? Man muss jetzt gucken, dass man hier dagegen ankämpft, gegen den Ballon. Also, der Ballon drückt mich jetzt nach oben und ich muss einfach links gedrückt halten, im Prinzip. Das ist dann... Oh Gott, oder? Jetzt habe ich zu früh links gedrückt gehalten. Ich muss nämlich alle Herzen einsammeln. Also, oh, das habe ich zu früh eingesammelt. Ja, dadurch sieht man noch die Gesetzmäßigkeit, dass die Herzen den Ballon nach unten drücken. So. Also, immer schön ganz nach unten gehen. Und dann... Ah, das wird auch schwieriger, weil ich muss so... Ich muss sehr schnell nach unten und dann nach links drücken. So. Ist ja eigentlich interessant. Auf jeden Fall, das ist interessant, weil es eine andere Art von Herausforderung in so einem Puzzle-Game ist. So, jetzt wird der natürlich nach unten gedrückt, der Ballon. Okay, ich habe keine Ahnung, was gemacht. Ach nee, ich weiß nicht genau. Kann ich durch die Türen gehen? Das tut mir leid, das muss ich jetzt auch nochmal ausprobieren für die Wissenschaft sozusagen. Ja, okay. Unten nach unten, links. Das ist natürlich dann einfacher, wenn das wieder höher wird. So, ich lasse ihn erstmal nach unten plumpsen. Fuck! Okay, jetzt kann ich mich eigentlich einfach nach dahin begeben. Oh, okay, dann alles kein Problem. Ich dachte, ich muss schon irgendwie die Herzen dann noch auffangen. Holy shit, Alter. Also ich muss sagen, was ich halt cool finde, ist ein simples Spiel. Ich weiß auch noch nicht, wie viele Elemente das noch beinhaltet. Vielleicht können wir ja da gleich mal lunzen. Ich möchte das jetzt auch einmal auslösen. Ihr merkt, ich kann nicht aufhören. Es macht Bock. Es macht wirklich, wirklich Bock. Ich finde es aber komisch, weil anscheinend ist das nicht einfach ein Teil des Hintergrunds, sondern das sind wirklich undurchdringlich magere Blöcke, die man wahrscheinlich auch nicht sprengen kann. Wir werden es jetzt mal sehen. Doch, die kann man sprengen. Okay. Ja, gut. Jetzt müssen wir natürlich... Die hätten wir wahrscheinlich auch stacken müssen. Oh Gott, komm, jetzt wollen wir auch mal diese Kettenreaktion sehen, ne? Jetzt kann ich mal wieder nicht anders. Wir wollen eine Kettenreaktion. Aber wie kriegen wir die denn hin? Da muss ich schon wieder überlegen, weil... ach ne, wir können ja das sprengen. Ja, ja, gut, wir können das sprengen. Aber das habe ich jetzt falsch gesprengt, glaube ich. Warte mal. Und zwar... So. Warte mal. So. Wenn ich ihn jetzt hier... Ja, ich kann ihn ja jetzt schlecht sprengen lassen, ne? Also, klar, wenn ich jetzt so mache, dann wird das nichts, aber... Erkennen wir das schon dran. Okay. Keine Ahnung, dann sehen wir hier keine Kettenreaktion. Ich bin jetzt doch so ein bisschen... Ich möchte jetzt auch nicht das Ganze zu weit treiben, wenn ich ehrlich bin. Wir gehen mal kurz gucken, was es noch für Level gibt. Ihr seht, das sieht alles auch relativ... Es ist ja immer dieselbe Bildschirmgröße. Sieht recht übersichtlich aus. Aber es sind wirklich verdammt viele Level. Aber es gibt auch scheinbar keine weiteren Elemente mehr. Also Granaten, Ballons, Steine. Also mehr ist da tatsächlich nicht drin. Und diese Einwegdinger... ich meine, es sind viele Level, aber wenn jetzt schon nach so viel... Ach, es ist interessant, was da alles für Sachen bei sind. Da hat man schon Bock zu sehen. Vor allem dasselbe nochmal spiegelverkehrt, okay? Ich hoffe mal, dass es unterschiedlich ist. Aber sehr, sehr interessantes Spiel. Macht auf jeden Fall Bock. Ich werde mal gucken, dass ich es auf jeden Fall mal die Tage spiele. Hätten natürlich noch ein paar mehr Elemente sein können. Aber bisher hat man mit dem, was da ist, auf jeden Fall die ganzen Sachen kreativ verbaut. Wenn man wirklich so wahnsinnig ist und eigene Level bauen will, die man dann eigentlich nur wie damals, das ist ja wirklich wie damals, dass man es lokal seinen Freunden zeigt, die zu Besuch sind und dich für geistesgestört halten, dass du so eine alte Scheiße heutzutage noch spielst. aber damals hat man es natürlich gerne seinen Freunden gezeigt und ja, weil im Internet kann man sowas schlecht teilen. Das interessiert keine Sau. Wenn du deine Textdatei zeigst, guck mal, ich habe da ein Level gebaut, denken die sich, ja, toll. Und was soll mich da interessieren? Also, ob ich mir jetzt eine DOS-Box lade und das Ganze hier drauf spiele? Ich habe Boulder Dash auf meinem Smartphone für
1 Euro, ne, es kostet ja nicht mal mit Free-to-Play. Und dann habe ich mir, wie gesagt, keine Ahnung, ich möchte jetzt nicht zu sehr in einem Rant ausarten. Also das war Heartlight, ein sehr alter Klassiker, der in Vergessenheit zu geraten droht. Auf Abandonware oder sonst wo könnt ihr den ganze Laden. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, das vorzustellen. Vielleicht die Tage. Ich meine, dieses Just-Play-Format ist eigentlich ganz cool für solche DOS-Spiele. Ich habe da noch so ein paar, die ich damals gespielt habe. Wie gesagt, ich hatte selber, hatten wir damals zu der Zeit noch gar keine Rechner gehabt. Aber meine Großtante, beziehungsweise sie war ja Witwe gewesen und ihr Mann, der hatte solche Sachen gerne, der hatte sich gerne für Technik interessiert. Sie hat das auch da behalten und das Ganze auch schön auskuriert. Gott habe sie selig, Tante Gretel. das ist nochmal ein Shoutout an dich. Wo auch immer du jetzt sein magst, war eine wirklich schöne Zeit damals gewesen. Das war Just Play, ich weiß nicht, wie vielte Ausgabe, auf jeden Fall von Heartlight, und ich wünsche euch dann allen noch einen guten Rutsch und frohes Neues. Bis die Tage dann mal, was auch immer dann noch von mir dran kommt. Bis dann.